Ja, hallo, lieben Christian hier, Pater Gott, Dating Coach und so weiter. Und ja, ich mache heute eine E-Mail, die dachte ich immer, ich hätte die schon mal gemacht, aber irgendwie scheinbar nicht. Geht es um Linda und Lisa und mal wieder so Ex-Geschichten. Ich wollte vorab mal was sagen, weil das auch wieder gefragt wurde, sind natürlich auch mal wieder neu hier. Was ist denn Pluspol, Minuspol? Also das ist so ein Teekesselchen-Wort, sage ich mal, weil ich immer vermeiden will, verlustängstlich, bindungsängstlich, also Pluspol wäre quasi verlustängstlich. Der Minuspol eher bindungsängstlich, aber ich möchte so, weil diese Wörter auch so ein bisschen stigmatisierend sind und auch viele unterschiedliche Bedeutungen haben. Also allein, wenn man schon sagt, bindungsvermeidend oder bindungsängstlich ist schon ein ganz anderes Game. Benutze ich lieber so, weil das einfach ja mehr so fokussiert, das sind bestimmte Rollen in der Beziehung und kann durchaus sein, dass ich in der nächsten Beziehung eine andere Rolle habe, ne? Das ist absolut möglich, also es ist nicht für immer festgeschrieben, es sind so auf ewig Rollen in der Beziehung und je schwieriger, destruktiver, toxischer, umso ausgeprägter sind diese Rollen eigentlich. Pluspol macht doch immer zu viel, wie gesagt, verlustängstlich, will immer retten. Minuspol ist immer mit einem Bein aus der Beziehung raus oder fühlt es einfach sowieso nicht so richtig oder weil er nicht so verliebt ist, macht er komische Sachen. Manchmal benutze ich den Begriff auch so und so, wie soll ich mal sagen, sehr egozentrische, um bis manipulative Menschen zu beschreiben. Also es ist so ein bisschen kein klar definiertes Wort und soll es auch extra nicht sein, sondern nur so bestimmte Rollen andeuten, ne? Ja, gut, kann man mal schauen, ob wir das auch hier benutzen können. Ich habe vor einigen Jahren Linda über eine App kennengelernt und ich war richtig verliebt in sie schon, bevor wir uns zum ersten Mal getroffen haben. Klingt schon mal sehr pluspolig. Ich kann einfach nicht hart sein, ich kriege das einfach nicht hin. Aber wenn du verknallt bist, bevor du jemand getroffen hast, dann ist das eine Fantasie. Also du hast die Person ja nicht kennengelernt, es kann Kim Jong-il sein oder ich weiß nicht was, weißt du nicht, ne? Die Fotos müssen ja nicht mal stimmen. Also wenn man verliebt ist, bevor man zum Dating geht, hat man eigentlich ein Problem. Also da müsst ihr echt, kann ich nur jedem raten, gegen angehen, gegen diese Fantasiebildung, weil das ist der Nährboden für jede Art von Toxizität. Dass du in den Fantasieraum gehst und nicht in der Realität bleibst. Du kennst die Person nicht, warum sollst du verliebt in sie sein? Du kennst sie nicht, ne? Wie gesagt, es kann irgendein Schlechter von Notre Dame sein oder so, du weißt es nicht, ne? Also, kein Grund, verliebt zu sein, bevor man jemanden kennt. Ja, man kann sagen, ja, sieht hot aus und wir haben uns lustig verabredet, okay, schauen wir mal. Aber mehr eigentlich nicht, ne? Ich glaube, ging es damals ähnlich. Ja, ist auch oft, wenn man so ein wackeliges Bindungsmuster hat, egal ob Plus oder Minus, tritt das gehäuft auf, ne? Unser erstes Treffen war bei mir zu Hause, wo wir dann Joints geraucht und Game of Thrones auf dem Sofa gekuschelt haben. Ich komme irgendwie so bekannt vor, die E-Mail, aber ich habe das irgendwie nicht gefunden, ne? Also das ist wirklich, ich höre da nur Drogistan raus irgendwie, weil also nicht nur, geht man so in diese Gefühle rein irgendwie, sondern, obendrein ist auch noch, jetzt werden auch noch weitere Drogen benutzt und es wird die Lieblingssendung geguckt und da ist man so im siebten Dopaminhimmel, ne? Aber das ist nicht unbedingt was Gutes, ne? Mehr ist dann aber auch nicht passiert. Beim zweiten Date war ich ihre Begleitung auf der Hochzeit ihres Onkels. Ich will jetzt nicht sagen, dass man das nicht machen darf oder so. Natürlich ist das lustig irgendwie und man hat so das Gefühl, vielleicht habt ihr gedacht, wir sind seelenverwandt und natürlich ist ja auch, wir beklagen uns ja auch immer über mangelndes Commitment, ist natürlich nicht da bei der Frau hier. Und gut. Ist wie es ist, ne? Ich hatte damals echt das Gefühl, wir hatten eine gute Zeit und sie ist die Richtige. Nach einigen Wochen fing sie wiederholt an, von ihrem Ex zu sprechen, schreiben. Ja, es gibt einfach Menschen, die sind sehr instabil. Ich meine, ich kenne deine Freundin jetzt nicht. Was soll ich dazu sagen, ne? Das ist, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass sie sehr instabil ist. Und ja, instabile Menschen können
am einen Tag eine heftige Verliebtheit wahrnehmen und am nächsten Tag wissen sie nichts mehr davon, ne? Ist denen scheißegal, ne? Das gibt es, ne? Und wir wissen ja, die Männer hier, die stehen alle auf diese Femme Fatale, die ja, instabile, aber auch irgendwie polar wirkende Frau mit vielen Issues und ja, nicht unbedingt die beste Wahl immer, ne? Kann zwar so toxischen Spaß machen, das macht sie ja definitiv, aber bis die Probleme losgehen, ne? Ich hatte zuerst so die rosarote Brille auf, dass ich mir nichts dabei dachte. Ja, aber du musst dir aus heutiger Sicht fragen, wie kann man sich nichts dabei denken? Das ist, rosarote Brille ist genau das, was wir nicht haben wollen, ne? Setzt eure rosarote Brille ab, guckt euch die Realität an. Also setzt nicht so sehr auf Romantik und Verliebtsein. Ich meine, das ist sowieso da dann. Aber deswegen haben wir auch diese Standards und Dealbreaker. Ne? Deswegen gibt es ja auch einen Verliebtheitstest auf meiner Webseite, ob man zu verliebt ist, ne? Durchaus möglich, ne? Und sorry, wiederholt mit dem Ex schreiben, ist einfach eine Drecks-Red Flag. Ja. Da, wenn man da nicht sagt, du, weißt du was, doch, wir lassen das lieber. Geh mal erstmal wieder zu deinem Ex zurück. Und weil mit dem Ex kann man nicht konkurrieren, sag ich immer. Der hat die längere Geschichte, da kommt selten was bei raus irgendwie, ne? Und ist einfach auch nicht loyal, ne? Und wie ich immer wieder sage, vom Partner, der nicht loyal ist, hast du gar nichts, ne? Und kann man nicht wenigstens in der Verliebtheitsphase loyal sein? Denn nicht mal das geht hier, ne? Ich dachte mir nichts dabei und dann wollte sie sich nicht mehr treffen und schließlich sagte sie mir, sie liebe jemand anderes. Ja, hört sich das nach einem stabilen Partner an. Die weiß einfach nicht, was sie will und ist auch okay. Sie ist so, dafür datet man, muss man jetzt auch, kann man verurteilen, kann man auch lassen. Ist halt so ein flatterhaftes Wesen und ja, alles klar, guten Weg, gute Reise, ne? Fakt ist, sie will dich nicht mehr und dann ist sowieso, weil ja, warum? Aber du hast auch so lange gewartet, ne? Die Wege trennen sich daraufhin für mehrere Jahre und ich versage extrem im Selbstmitleid. Ja, mach die fucking Kurse, Leute. Ich hab irgendwas im Auge. Mach die fucking Kurse, wirklich, ey. Das ist, es gibt keinen Grund, dieser Frau hinterher zu jammern. Also, wenn du der hinterher jammerst, ich habe sowas früher auch gemacht, wie gesagt, ich will das jetzt gar nicht. Aber ich habe auch in meiner ersten toxischen Beziehung viel zu lange hinterher gejammert, weil ich dachte, das wäre was Besonderes gewesen. Aber es ist nichts Besonderes. Das ist einfach jemand, der, ja, irgendwie bewusst, unbewusst Spielchen mit dir gespielt hat. Dich da nicht mehr, also dich aufgesammelt hat, fallen gelassen hat. Und sich nicht dafür interessiert hat, wie es dir damit geht, ne? Warum, was, gibt's keinen Grund? Kann man eigentlich nur jeden Tag in die Kirche gehen und sagen, ja, vielen Dank, dass es vorbei ist, so, ne? Also wirklich. Normalerweise. Ich lernte andere Frauen kennen. Schließlich hatte ich eine Affäre mit einer, wie ich damals noch nicht wusste, verheirateten Frau, die Lisa hieß. Ja, also. Erstmal, okay, hast du nicht gewusst, aber vielleicht hast du auch ein Thema mit passiver Bindungsangst, so. Und dann Nothing Beats a Fantasy, solange du in diesem Fantasieraum bist, ist keine Frau gut genug, so, ne? Als ich hier meine Liebe gestehen wollte, sagte ich auch mal versehentlich, deswegen habe ich mal hier zwei Namen genommen, es sagte ich versehentlich Linda statt Lisa. Ja, also mitten beim Sex, man will den Namen des anderen schreien und ja, und dann Linda. Scheiße, echt. Aber mal ganz ehrlich, es ist auch irgendwie menschlich, ey, meine Güte, ey. So, was hast du denn daraufhin gemacht? Daraufhin nahm ich sofort Kontakt zu Linda auf. Die Frau, die dich nicht mehr wollte, der läufst hinterher jetzt. Warum? Warum? Sie hat sich getrennt, muss sie zurückkommen. Und bis sie nicht zurückkommt, schreibt ihr diese eure Exen nicht mal an. Fertig, wenn ihr Ex zurückmachen wollt, geht woanders hin, da seid ihr bei mir falsch. Ich habe da kein, das gibt's bei mir nicht, Ex zurück, es ist vorbei. So, ne, es sei denn, man hat 30 Jahre zusammen und dann ist irgendein Kuddelmuddel und dann machen wir vielleicht Paartherapie und dann, ja, dann waren wir vielleicht mal einen Monat getrennt, macht weiter, okay, aber hier, nee, nix, Ex zurück. Sendepause, das war's. Sie hatte die Ehre und die mangelnde Einsicht, dass sie deinen Wert nicht erkannt hat und dass sie dich einfach weggeschmissen hat. Warum sollte sie sich da wieder melden? Wofür? Um wieder abgeschossen zu werden? Was hier hochwahrscheinlich passieren wird. Außerdem ist das nicht in der Polarität. Das, und das reagieren so Frauen sofort drauf, ne? Soll die sich doch melden, ne?
Dieser Kontakt hielt auch an, allerdings hatte sie auch jemand anders gefunden. So, jetzt, jetzt trianguliert sie den, ihren Partner auch noch mit dir, indem sie mit dir schreibt, wo du was von ihr willst, ne? Aber du scheinst ja auch irgendwo was mit Dreiecken zu haben, so. Wir sind trotzdem in Kontakt geblieben, allerdings als Freunde. Es ist Bullshit. Ich vermute mal, dass du noch nicht lange bei mir bist. Es ist, bist nicht ihr Freund. Du willst was anderes von ihr. Und wenn ihr was definitiv von einer anderen Frau wollt und die steckt euch in die Friendzone, dann, dann macht ihr da Schluss. Fertig. Ne? Weil das, das ist nicht polar zu sagen, ja, nicht eben, nimm mich eben befreundet und muss und hör mir die Geschichten an von den Typen, die du durchbummst. Irgendwie, nee. Das gibt's nicht. Dann, dann wird Schluss gemacht und fertig. Dann wirst du sagen, ja, melde dich, wenn du mich daten willst. Hab keinen Bock auf diese Position. Das ist eine starke Position und das kann auch mal eine Frau umstimmen. Aber dann so, oh, okay, ich lass mich in die Friendzone stecken. Ich ist jetzt gar keine Kritik an dir. Ich habe alles, was hier steht, habe ich in Teilen zumindest auch schon gemacht. Also ich verstehe das alles. Also Linda statt Lisa habe ich noch nie geschrien, aber versteht schon, wie ich es meine. aber ich kann das schon verstehen, nur ich kann aus heutiger Sicht sagen, ich habe mir das bitter erarbeitet, das Wissen, dass es nicht funktioniert. Ne? Ich habe immer wieder versucht, sie anzubaggern oder aus der Friendzone rauszukommen. Ja, und sie hält eine Freundschaft mit jemand, der was anderes von ihr will und ist aber trotzdem in einer Beziehung. Was heißt das für mich? Was wusste ich aber vorher auch schon. Diese Frau ist nicht loyal, ne? Kannst nichts mehr tun, ne? Sorry. Schließlich habe ich ihr einen Blumenstrauß geschenkt. Och. Das ist, Leute, was man immer wieder in Filmen sieht, was nicht funktioniert. Kannst auch das Baseballstadion mieten, was immer im Film gesagt wird, und dann vom Baseballspiel sagen, ich liebe dich oder so. In Filmen funktioniert das. In der Realität nicht. Worauf sie in den Kontakt abbrach. Ja, für mich ist das folgerichtig, weil sie sieht dann einfach erstmal, dass du zu wenig Selbstrespekt hast, dass du das überhaupt machst, wo sie dich immer wieder zurückweist. Und dann findet sie es vielleicht auch creepy und dann bricht sie den Kontakt ab, ne? Nach einigen Wochen habe ich ihr dann per Post 2 Karten gesendet. Oh. Zu viel vom immer dem Gleichen, ne? Und mich entschuldigt und ihr geschrieben, dass sie mir fehlt. Ja, ich verstehe das alles, nur dein Verhalten, ich kann das alles verstehen, es nützt nichts, nichts. Wirklich, ne? Nach ein paar Tagen hat sie sich wieder bei mir gemeldet und seitdem sind wir wieder in Kontakt. Ich bin echt froh, dass es jetzt so ist und ich möchte nicht, dass ich das wiederhole, dass wir getrennte Wege gehen. Ist da absolut deine Entscheidung? Ja, ich respektiere, aber wenn du mich jetzt hier fragst, halte ich für keine gute Situation, ne? Sage ich ganz klar, ne? Sie hat mir dann zuletzt gesagt, dass sie nur eine Freundschaft möchte. Ja, das wussten wir schon, ne? Ich habe aber Gefühle für sie, wissen wir auch schon und wünschen mir mehr. Ja, und das kannst du mit noch so viel Friendzone und Blumensträußen, wirst du das nie erreichen. Dann gebe ich dir Brief und Siegel drauf, ne? Aus deinen Videos und deiner Lesung, die ich in Karlsruhe besucht habe, es war ihr Vorschlag. Ach, naja. Okay, weiß ich, dass du vertrittst, dass man es drauf anlegen sollte, konsequenterweise auch keinen Kontakt mehr zu haben und aus der Friendzone wieder rauszukommen. Absolut. Ich genieße aber jeden Augenblick, den ich mit ihr verbringen kann und möchte nicht, dass der Kontakt wieder komplett abbricht. Also ihr habt alles gut, es macht jeder, was er will. Ihr könnt euch meine Antworten anhören und trotzdem was anderes machen, das machen eh ganz viele, ist alles gut. Aber wundert euch nicht, dass ihr nicht die Resultate bekommt, die ihr haben wollt. So, wenn du jetzt ist das jetzt ein gutes Beispiel, was weiß ich, was nehmen wir mal für ein Beispiel? Nehmen wir mal an, du hast eine, was weiß ich, eine Rigipswand, so, und dann fragst du, wie kriege ich da jetzt ein Bild dran fest? So, und dann sagt dir jemand, ja, da musst du Rigipsdübel nehmen und das musst du so und so machen irgendwie und dann funzt das. Und du sagst dir, nee, ich mag aber keine Rigipsbügel, oder Rigipsdübel, ich mag die einfach nicht. Ich möchte gern da jetzt einen Steindübel reinwemsen oder ich möchte einfach eine Holzschraube da reinsetzen oder was weiß ich. Okay, ich bin jetzt kein Handwerker, aber ne, versteht schon, wie ich es meine. Und dann sagt irgendwie dein Handwerkerkollege, sagt dann, ja, sorry, wenn du partout da irgendwas anderes reinbremsen willst, aber ich kann dir nur sagen, da gehören Rigipsdübel rein, so, ne? Und dann sagst du aber, ja, möchte ich aber nicht, ich mag die einfach nicht, ich will die, ich mag die nicht anfassen, so. So ist das jetzt ein bisschen, du sagst, ich möchte, dass die Situation anders ist, ich möchte nicht mehr diesen Liebeskummer haben.
diesen Schmerz. Und ich will aber auch nicht auf null Kontakt gehen. Das sind so Konstellationen, wie ich sie auch immer wieder habe im Gespräch, dass dann jemand sagt, ich will aber unbedingt da dranbleiben. Ich möchte aber auch nicht mehr, dass es mir schlecht geht. Da bin ich so ein bisschen schachmatt. ich kann mich auch so ganz dunkel an euch erinnern. Ja, ist ja auch schön, man kann ja auch mit einer Frau befreundet sein, aber du willst was anderes. Und du wirst es aber nicht kriegen, du wirst es nicht kriegen. Und du die ganze Zeit verschenkst du, eine andere Frau kennenzulernen. Warum muss es denn unbedingt die sein? Wie gesagt, ich will jetzt auch nicht, keine Ahnung, vielleicht ist sie auch loyal in der Freundschaft, also ich will sie jetzt auch nicht schlecht machen oder so. Also überhaupt nicht. Aber sie ist einfach, wie sie ist und sie will dich nicht. Fertig. Und es ist irgendwie uncool, befreundet zu bleiben mit einer Frau, die dich einfach nicht will. Sie will dich dann auch immer weniger, weil du nicht genug Selbstrespekt hast, ne? Das ist für mich nicht der Weg. Absolut. Dann mach es weiter und akzeptiere, dass es genauso weitergehen wird. Genau so. Du wirst keine neue Freundin finden oder wenn, wirst du sie nicht toll finden und ihr werdet nicht zusammenkommen, ne? Leider sind diese Konstellationen immer leicht vorhersehbar. Man denkt immer nur, wenn man da drin steckt, dass es so kompliziert wäre. Ist es nicht, ne? Meine Frage, wie kann ich mich als potenzieller Partner für sie interessanter machen? Ja, du weißt es schon, indem du sagst, du, ich finde dich hot, ich finde dich toll. Und deswegen ist es für mich keine Option, dass wir befreundet sind. Melde dich, wenn du mich daten möchtest. Du wirst von mir keine Antwort bekommen. Du wirst von mir nicht sagen, jetzt schreib dir irgendwie so einen magischen Text, irgendwie die magische WhatsApp und dann wird sie sich in dich verlieben. Ja, wie soll das funktionieren? So, ne? Wenn ich, also sowas könnte ich nicht mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, sowas anzubieten, weil es meiner Ansicht nach nicht nachhaltig ist, ne? Und ja auch nicht funktioniert, so, ne? Aber it's up to you, wenn du sagst, drauf geschissen, was Hemschi sagt, interessiert mich nicht, ich mach das weiter, was ich, kauf den Rigipsdübel nicht, ist mir scheißegal, ob das eine Rigipswand ist, ich hämmer da immer wieder einen Betondübel rein irgendwie. Okay, go for it. Ne? Ist dein Leben. Und steht mir auch nicht zu, in letzter Konsequenz das zu beurteilen. Dann machst du genau das weiter, wenn sich das für dich richtig anfühlt. Ne? Absolut in Ordnung. Jeder geht seinen eigenen Weg. Und natürlich bin ich auch nicht allwissend, wobei meine Trefferquote bei dieser Art von Beziehungen wirklich erschreckend hoch ist. Aber ja, natürlich, weiß ich nicht, vielleicht gibt es mal einen Fall, wo es trotzdem was anderes bei rauskommt. Würde ich aber nicht drauf setzen, aber it's up to you. Ja, ich hoffe, ich war nicht zu hart. Wie gesagt, ich verstehe das, habe das vor sowas auch gemacht und ich werde es nie vergessen und ich, wie mich, als ich das gerafft hatte, wie mich eine Frau in ihre Friendzone stecken wollte und ich genau das gemacht habe, was ich hier sage und das sofort funktioniert hat. Aber gut, wir hatten auch nicht so eine lange Historie von Freundschaft. Die wollen mich da in die Friendzone stecken und ich habe einfach, habe ich auch mal ein Buch geschrieben, habe dann gesagt, du, sorry, habe ich keinen Bock drauf. Melde dich, wenn du mich wieder daten willst. Und bums, hat sich 3 Tage später wieder gemeldet und habe ich gefragt, warum meldest du dich denn? Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, wollen wir wieder daten? Ja, wollen wir wieder daten? Haben wir wieder gedatet. Und natürlich auch wieder Sex gehabt und ja. Ja. Das alles andere ist nicht in der Polarität. Sorry, dass ich nichts anderes sagen kann. Aber wie gesagt, ich habe höchsten Respekt vor persönlichen Entscheidungen von ihm. In diesem Sinne, macht die Fragen Kurse und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.